So. So, 12 Stunden, scheiße. Moment, ich meine, hallo Leute, willkommen bei... Oh mein Gott. Oh, hallo, du Fress. 12 Stunden. Ja, halt die Klappe. Oh mein Gott. Wo können wir überhaupt lang hier? Ja, hast du schon hallo gesagt? Im Geiste. Cool. Ui, die Minuten ticken aber ganz schön flix. Bus. Oh. Wir verstehen uns. Schlechter Humor ist unsere gemeinsame Sprache. Dad Jokes nennt man das auch. Im Französischen. Feld von Oberbund. Hier gibt's ein Aua. Feld. Und sonst nichts. Und Schnitzeln. Wir lassen mal gucken, wer da wohnt. Weißt du, was wir vergessen haben? Das Partyhüte. Oh, Lukas. Mhm. Der ist, glaube ich, Lokus. So. Ich möchte tauschen. Ich hätte gern das Buch nicht doch halt. Wir haben 2 Pogo-Bücher. Tata? Das ist ja okay, der stinkt so. Hier, nimm den Popelfinger, dafür kriegen wir einen Griffefinger. Hätte du Schwertangriffskraft, oder? Ja. Du? Angriff plus 9%, ist nicht verkehrt. Na ja. Klatsch ich mal gleich mit Ruf. Wollen nicht irgendwas anderes auch noch bekommen? Du hast einen 2. Slot am Kopf. Stimmt. Okay, Code. Einlösen. Ja. Ach so. Ah ja. Schalte Donnerangriff frei. Was war der Donner? Den mache ich nie. Nö. Dann behalte ich das hier. Rollst du, während B gedrückt hältst, hinterlässt du eine Giftspur. Das verbraucht jedoch SE. Okay, naja, wenn es eine Option ist, das zu benutzen. Willst du auch noch wechseln? Ach so, ja. Ist eine Idee. Ja, das war gut. Das ist guter. Egal. Das ist ein bisschen... Also willst du nicht Giftspur haben? Ja. Okay. Weißt du, ich find's irgendwie cool, dass wir uns unser Inventar teilen, aber auch nicht. Wieso? Weiß nicht, das ist so unpersönlich. Okay. Ich freue mich übrigens sehr auf Borderlands 3. Ich habe nichts dazu gelesen bisher und ich weiß nicht, ob ich das ändern will. Ich hab den Trailer gesehen. Will ich das? Ja. Weiß ich nicht. Wobei, du kannst nicht spoilern, was für Charaktere auftauchen. Beziehungsweise, das meine ich ja. Was für Borderlands-Teile hast du bisher so gespielt? Naja, 1, 2 und... Nee, wie hieß er noch? Pre-Sequel. Pre-Sequel habe ich nicht gespielt. Und den Telltale-Teil? Den mag ich nicht. Ich spiele kein Telltale-Spiel. Gut, dann werden dich manche Sachen nicht überraschen. Sollen wir uns einfach in die Stadt teleportieren, einkaufen und dann Finale? Das machen wir. Na super. Alle Neune. Wusch! Wusch. Mann, ist das eine schöne Karte. Wo bin ich denn hier? Ich will da runter. Links? Gut. Klick. Aha. Ja. Unbedingt. Spielzeug verließ. Oh. Da liegt der Hut. Nein! Doch. Ah! Arti-Hut. Naja. Muss man halt drauf verzichten jetzt. Ja, Party ist scheiße. Eine Quest, die wir nicht abschließen werden. Die wir aber schon mal abgeschlossen haben. Ja. Zoll, du rollst Gift und ich vergifte. Mhm. Auch hier drin. Oh, Milch. Milch. Sushi. Franco. Wurst. Zucker. Ich bin gerade Schokolade. Zucker. Sachen. Nee, 6 Stück, okay, das ist mehr als genug. Wobei, jetzt rolle ich ja mit Giftschaden. Könnte das unter Umständen wichtiger werden, das Item. Du kennst doch diese Bierhelme oder wie auch immer das heißt. Ja. Würde ich jetzt gerne aufziehen mit Gegengift drin. Hey, du Assi, warum hast du einen zugemacht? Banani. Ja, gehen wir, oder? Gehen wir nochmal ins Haus schlafen, sind wir fit? Ach komm, wir sind fit. Millimeter, die uns da fehlen, ist doch egal. Naja, gut, dann... Wo war denn das? Hier, oder? Unterm Schrein, ja, aber das ist ein Riesenweg. Du musst von rechts reinkommen. Also eigentlich von der Stadt hier ist es am kürzesten zu laufen. 2-mal nach links. Hä? Tatsache. Okay. Aber warum wird denn da ganz links das Symbol angezeigt? Achso, wer da hingehen soll zum Schlafen, um dann direkt... Okay. Ach so, um die Zeit einfach nur komplett zu verkürzen, oder wie? Ich hoff's. Oder man muss schlafen, um dann dahin zu kommen. Na, dann teleportieren wir uns zum Haus. Ja, dann teleportieren wir uns zum Haus.
Und schlafe eine Runde. Im Haus. Zu Haus. Oh. Zuhauf. Oh Gott, das fliegt durch den Stickerladen. Nicht Diggi! Wir haben noch einen Sticker gehabt. Egal. Wir gewinnen jetzt trotzdem. Hexen können nichts. Wo wollen wir? Links, rechts, oben, unten? Ich glaube rechts unten, oder? Rechts oben. Oben. Ha, bin da. Okay, bist du bereit für die letzte gemeinsame Nacht? Halt die Fresse, komm ins Bett. Wie immer. Wir stellen uns Mormo. Mormon. Ich bin so gespannt. Ich könnte nicht so entspannt schlafen. Da bin ich auch. Vor allen Dingen, was jetzt passiert halt, ne? Was passiert, wenn man es schafft? Kann dieses Spiel vorbei sein. Hm. Wäre da doch ein bisschen kurz. Mhm. Mormo wartet. Oh, scheiße. Haben wir zu lange gepennt? Mormo wartet, du Penner. Aufwachen, wir stehen hier angezogen. Okay, bei Eta Weberin habe ich definitiv Altweiberin gelesen. Was sind Sie von Beruf? Altweiberin! Darf ich gleich vorlaufen? Ja. Danke. Wo ist man hin? Wo ist denn das Schwert? Achso, dann hier nach links und dann nach oben, so will der uns gerade hier durchlenken. Das ist rechts. Mhm. Sie wissen genau, was ich mein. Ajo. Ich hänge am Boom. Ajo. Wir sehen einen Friedhof. Ach, hier kommt man auch Sachen kaufen, weißt du noch? Ja, aber nur Äther-Zeugs, ne? Ja. Von den Mormonen. Pfui. Hm, schmeckt nicht. Wo die Mormonen schön wohnen. Und wo müssen wir jetzt hin? Runter. Nee. Laut nach dem oben. Schwert müssen wir aber nach unten. Was? Hä? Ich dachte, wir sollen zu dem Schloss. Dachte ich auch, aber vielleicht wartet sie irgendwo extra auf uns. Au. Sollen wir an den Strand? Wo wir aufgewacht sind? Nee, die Stadt? Gute alte Stadt, lass ich mal. Was? Wir können jetzt nochmal. Ja, das wäre gar nicht so schlecht, wenn jetzt nochmal eine neue Ware da ist. Das zum einen und zum anderen können wir jetzt die Karte einlösen. Ja. Und Spaghetti gibt's auch noch. Mit Sahne. Ups, nein. Keine neuen Items, aber der Bananenmann. Mit seinem Hotdog-Stand. Mhm. Bananen-Hotdogs. Ja, das ist offensichtlich dasselbe. Bananen-Hotdogs. Oh, und sogar noch Kaffee oben drauf. Best Kaffee in der Stadt. Der einzige Kaffee in der Stadt. Der wirklich einzige. Der einzige Kaffee in der Stadt. Biggie! Sticky Shack. Wieso nenne ich ihn Piggy? Naja. Piggelig. Piggelig. Glück. Erhöhtes Glück. Glück. Zusatzfähigkeit nicht. Hm. Das ist stark, aber was haben wir auf dem Slot? Abwehr. Ja? Ja. Auf, dann ist es eher ein schlechter Trade, ne? Ja. Wobei, nee, bei Kopf haben wir zwei Slots. Das ist ja herrlich. Das ist ja wunderschön. Und da packe ich Glück drauf. Oh, Mann. Was soll Glück überhaupt bringen? Glück. Dass du mehr Items bekommst oder was? Nicht stirbst. Lächelst. Lächelst beim Sturm. Stirbst. Beim Sturben. Ich lächle beim Sturben. Im Sturben bin ich immer am frühesten. Ob der Sturben Sturben. Immer diese Drogen. Kippen beim. Die kippen beim Halbbund. Darum raucht es aus dem Scharnstein. Ja. Die kippen beim Bund. Halber Bund. Ich überlege gerade, also eine ganze Folge wird es nicht gewesen sein, aber wir haben jetzt diese Folge fast nur für Vorbereitung und Schlafen verwendet. Ja, schon, allerdings muss man auch. Wie lang ist der Dungeon jetzt? 5 Jahre. Wir gewinnen. Halbe Folge. Wir gewinnen. Keine zweite Chance. Doch, ich habe eine gekauft. Ich hebe das Schwert, okay. Oh, das vibriert. Als ob du bisher jemals geholfen hast. Oh ja, ich wollte gerade sagen, oh nein. Ein Riemen! Das Ende, ja, Riemenende. Ich hab nicht gedrückt. Mhm. Riecht scheiße, ne?
Ah, das ist der vom Anfang. Mensch, ich dachte, du hilfst uns nicht mehr. Geh doch jetzt weg. Dieses Anker sammeln, damit du mit der Post weniger Energie hat, wirkt so ein bisschen Breath of the Wild-mäßig. Mhm. Nur kurz. Ja, sehr kurz. Und ohne coole Sequenzen. Sehr kurz. Stopp mal kurz. Kurt. Gibt 6 Etagen. Getrostet. Spielzeuge verbrauchen weniger SE. Nice. Gesundheit regeneriert sich. Keine Nahrungsaufnahme möglich. Gut, dass wir uns mit Items eingedeckt haben. Aua. Vielleicht gibt es noch ein Steak. Naja, einer von uns kann Treppen steigen, ist gut. Oh je. Na gut, dann machen wir einen Raum fertig. Fertig? Was hast du? Was? Nein. Was? Ach so. Sorry. Ganz ruhig und so. Schnippelst doch weg. Ich will nicht, ich bin fast tot. Ich habe Energie verloren und sowas so. Naja, gut, Alter, wie schnell fühlt sich das bitte auf? Okay. Im Kampf bringt es nicht viel, aber... Hast du... Stopp mal. 6 Stockwerke. Das sind mehr als 5. Das könnte dauern. Was ist das? Oh oh. Level 8. Uiuiuiui. Oh shit, 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 ich bin eingeheißt. Was zum. Was hast du da? Yes! Beschwörer's Dude. Uiuiui, hier kriegen wir nochmal ein Level-Up, glaube ich. Das könnte passieren, ne? Was sind das hier für Dinge? Die kannst du zerschlagen? Achso, und da reinwerfen oder was? Ja. Und was macht das? Die schießen auf Gegner? Voll. Jetzt kommen wir durch. Oh, na Gott sei Dank habe ich nicht alle kaputt geschlagen. Ja, nett von dir. Ja, ja, das war mir. Es war mir ein Erich. Hallo Erich. Hi. Wer ist das? Ah. Was ist das da oben? Das ist eine Falle. Da kommen Pfeile raus. Ah. Nicht so cool. Hier ist ein Schalter. Nö. Ist kein Schalter. Was ist... Das ich mag es nicht, wenn er das tut. Ey, das war gemein. Der war schon tot, ich bevor er wiederbelebt hat. Na jo, gehen wir nach Osten, Norden. Osten? Warum versteckt Momo so viel Geld? Hat zu viel. Achso. Warum versteckt sie es dann? Damit sie es selber nicht findet, macht meine Oma auch. Achso. Aber die ist dement. Das heißt also, Momo ist dement. Oder deine Oma. Momo ist meine Oma? Moma. Moma? Das klingt wie Norma und das war ein toller Laden. War? Ja, bis er nicht mehr toll war. Achso. Was ist denn das? Okay. Weiß ich nicht, aber es stinkt. Hm. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin jetzt gerade. Der Linke. Ja? Warum ist es so dunkel hier? Ich verstehe es auch gerade nicht. Ich weiß nicht, was man dagegen machen soll. Ah, wir haben da unten diese Leuchtebälle hier zerstört. Und deswegen, sobald wir nach unten laufen, ist dunkel. Oh Gott, warum müssen wir so viele... Ah nee, wir können sie überall reinwerfen. Yes. Das war's schon. Schon?
Kriegen wir Erfahrung für die Gegner, die hier von selbst sterben? Dies würde mich wundern. Punkt. Jetzt hör auf mit deinem Scheiß. Flecken. Achso, sorry. Okay. Ey. Ja. Bis jetzt kommen wir ja gut durch. Ja. Hat sich gelohnt für dich, ne? So ein bisschen random wirkt das hier auch von den Level. Bisschen? Und Stock 4? Ja. Das geht überraschend schnell. Okay, aber ist das ein Heilfeld, was nichts bringt, weil wir voll geheilt sind? Okay. Ne, es sind einfach diese Kerzen, die, wenn du in die Nähe kommst, das Licht ausmachen, okay. Was? Hier ist so ein Seelending? Hm? Das ist so eine Seelentür. Oh, ja. Aber wir haben weder irgendwas zum Reinwerfen, noch haben wir die Seelen. Ja. Da links leuchtet ein Feld. Jetzt leuchtet da rechts eins. Ah. Och, nee. Kann ich sagen, dass ich das jetzt hier hundertprozentig verstehe, aber okay. Fertig? Nee. Wir beschwören Gegner und dann müssen wir sie besiegen und fertig. Warum diese Felder? Warum kommen die Gegner nicht einfach von selbst? Was soll denn das? Faul. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, guck mal, wie langsam das geht. Wir haben jetzt... Ah, ne, jetzt ist voll, oder wie? Hä? Nee, halt, stopp! Ah. Ach, man muss drauf stehen bleiben. Ich schneide das hier nicht. Was ist denn das? Schön ist halt, dass wir einfach uns dauernd heilen. Ja. Yeah. Das hier ist... Aha, danke schön. Das ist einfach ein sehr seltsamer Level. Ja. Aber er hat eine Penisform. Hihi. Guck da. Ah, deswegen ist das Licht hier aus. Mm. Ich sehe. Und das... Nee. Alles voller Gift. Guck mal, aufpassen. Ich wurde zurückverwandelt. What the fuck? Und was? Sobald du auf diese Internetplattform gehst und das Pentagrammzeichen da drauf ist, bist du irgendwie zurückverwandelt zu dem Zeitpunkt, wo du noch kein Schwert hattest. Cool. Geht so. Uncool. Eher schon, ja. Hm. Na, sonst ist es aber okay. Einmal drüben. Große Truhe, die. Schwert. Wow. Mm, supi. Nett. Mhm. Da bin ich froh. Den Level hier hat man doch schon mal. Den Part hier. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Trackmania-Kurs, den einfach random zusammen erstellen lässt. Immer aus Bauteilen wird was zusammengesetzt. Oh nein. Warum wird dann nochmal das langweiligste Bauteil mit reingesetzt? Trackmania halt. Mhm. Hast du jemals dieses, oh, wie hieß denn das? Kennst du das Kartspiel von Little Big Planet? Ja. Hast du das jemals gespielt? Ich glaube, hier kurz mal angespielt und gedacht, hm. Ich fand, das war so schade, dass das niemals wirklich groß wurde, weil es hat den coolsten Level-Editor, den ich jemals gesehen habe. Ich fand den so beeindruckend. Das hat wirklich Spaß gemacht, ein Level zu bauen. K-
gerade bei Rennspielen oder so hätte ich jetzt wirklich gerne, oh Mann, hätte ich wirklich gerne nochmal so einen Editor, wo du halt den Kurs abfährst. Du hast dein Fahrzeug. War, selbst, ja. Genau, dein Fahrzeug war so eine Druckermaschine für Kurs quasi. Der ist hinter dir erschienen und du konntest dich dann frei bewegen und hast so den Kurs gemalt. Und wenn du fertig warst mit dem Kurs malen, konntest du eine Taste drücken und der hat dann quasi anhand deines Kurses alles berechnet, wie die Umwelt so aussehen müsste. Und dann wurde aus so einem leeren Kurs in einem leeren Grasgebiet, wurde dann plötzlich ein richtiger Level mit Häusern und einer Siedlung drumherum und einem Hochhaus und Brücken. Das ist so cool, so ein geiler Algorithmus. Du konntest wahrscheinlich selbst noch ein bisschen manuell anpassen. Du konntest das alles selbst machen, du musstest das nicht generieren lassen, aber das war halt eine Option und das ging in Sekunden. Und das sah so cool aus dann. Ich fand, das war eine geile Idee. Guck mal hier. Geht's nicht. Was denn? Co-op-Action. Jetzt geht's hier aber ab. Oh. Jetzt geht's hier aber ab. Fertig. Ja, die Kerzen machen das Licht weg. So doof es blinkt. Ja. Du Arsch. Kerze. Warum sammeln wir überhaupt noch Zeugs ein? Das bringt doch gar nichts. Denkst du? Oder vielleicht kann man hier was abkaufen. Weltfrieden. Wie viel kostet der Weltfrieden? Oh, 700 Gold. Scheiße, hätten wir noch zwei mehr gesammelt. 2 Goldbarren. Ach, wow. Geschickt rausgerettet. Hat Michael Jackson erschossen. Gut, dass du mal die Kinder denkst. Was? Was? Dass ich deine Kinder lecke? Was zum? Gut, dass du mal an die Kinder denkst, habe ich gesagt. Aber okay. Die Bedeutung ist doch eine sehr andere. Findest du? Ja, doch. Bin jetzt ein bisschen erleichtert. Wir haben Level 8 erreicht. Ich glaube, wir sind überlevelt. Das war ein Punkt. Yep, überlevelt. Und Stufe 5 oder 6? 8. Letzte Stufe. Nee, jetzt nicht mal stolpern. Dann. Ey, das ist gemein. Ich bin da durchgekommen. Ich bin. Ich komme nicht durch, wenn ich sehe, wo ich hinlaufe, aber blind komme ich durch. Ja. Jeder braucht ein Talent. Und sei es blinder Erfolg. Also, einmal war das Rätsel ja scheiße. Doof, aber jetzt kommt's. Das ist das einzige Rätsel, was jetzt plötzlich nur kommt. Es gab doch auch noch andere hier. Kommst du mit, hier unten ist das Licht. Ja, aber da oben sind Gegner. Boah, füllt sich das langsam. Ja. Bist du denn schon vergiftet? Schön ist, das Gift macht dir weniger Schaden, als du geheilt wirst. Das ist okay. Oh. Kam der Dicke wohl eine Runde zu spät, wa? Tja. Sehr ärgerlich. Hast du mehr Sport gemacht? Bernie. Okay. Kein Raum, in dem man auf Plattform stehen bleiben muss. Fortschritt. Bosstür, endlich. Wir haben keinen Schlüssel. Du brauchst ja nicht. Ah nee, ich muss Kacke anzünden. Tja, so einfach kann es sein. Ja. Und bevor wir da reingehen. Du machst einen schnellen Start und dann warte mal, bis der erste Text kommt. Dann kannst du stoppen. Bevor wir da reingehen, bevor wir diese Textbox vorlesen, machen wir eine Folgenpause. Sehen uns bei der nächsten wieder. Okay.